Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auserwählte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante, genau bekannt als Günther Schiller, und wir sind zurück mit der Quantengrafschaft Trier unter Adelhard dem Ersten. Und ich möchte direkt an der Stelle mich nochmal bei Leon da Page bedanken, der nachgeguckt hat. Im letzten Video hat er ganz genau hingesehen bei Teil 1, nämlich dass eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen unserer Angetrauten und uns selbst vorliegt und wir deswegen Inzestkinder kriegen könnten, beziehungsweise, ne, also diese entsprechenden Eigenschaften dann entstehen, die das Spiel inzestuös gezeugten Kindern eben zuweist. Und dann habe ich gedacht, okay, also irgendwie fand ich das total komisch. Ich hatte das echt nicht auf dem Schirm und dann habe ich mal Ahnenforschung betrieben. Das muss man halt auch wieder mal sagen, dieses Spiel ist halt einfach so göttlich, ja, dass man halt Ahnenforschung in diesem Computerspiel hier betreiben kann, um jetzt die verwandtschaftlichen Bande nachvollziehen zu können. Sagen wir mal so, ich glaube, es fällt halt hier mit dem 68-jährigen Adelhard nicht ganz so ins Gewicht, aber... Also, wenn wir mal gucken, ne? Der Adelhard, der hat ja einen Papa. Und der Papa, das ist der Luthard von Ile-de-France. Und der Papa vom Luthard, das ist der Gerhard von Ile-de-France. Es ist jetzt sehr schade, weil wir nicht wissen, mit wem die verheiratet gewesen sind. Die Frauen sind hier nicht aufgeführt. Vielleicht hatten sie mehrere, wer weiß. Und auf jeden Fall hatte der Gerhard von Ile-de-France nicht nur den Luthard als Kind, sondern der Luthard, der hat auch noch einen Bruder, das ist der Herzog Bogo von Toulouse. Und der Bogo von Toulouse, der ist verheiratet mit Alpais von Ostfranken und die haben zusammen ein Kind gezeugt, nämlich die Susanna von Châtenois. Und die Susanna von Châtenois, die mit Wulfhard Taillefer verheiratet ist, hat ein gemeinsames Kind, nämlich die Gräfin Hildeburg von Trier, beziehungsweise hier eben Hildeburg Taillefer. Das ist unsere Gattin. Und wenn wir mal schauen, wer ihre Eltern sind, dann sehen wir ja auch hier, ne, die Eltern sind verstorben. Wir haben vorhin mit ihrem Bruder verhandelt, meine ich, oder war es, ja, oder war es hier, da, das war er, ne? Das war halt einer ihrer Brüder, Graf Wulgrin von Angoulême, der da auf dem Königsthron, der da die Grafschaft hält, ja. Das ist unsere verwandtschaftliche Beziehung, also insofern ist sie eine Cousine, jetzt lasst mich nicht lügen, sie ist eine Großcousine von uns. Und zwar jetzt wievielten gerade, fragt mich jetzt nicht mehr. Das wird mir dann zu bunt. Aber ich fand das total spannend, das einfach nochmal nachzugucken, wie hier diese verwandtschaftlichen Beziehungen aussehen. Also unfassbar, ne? Unfassbar. Okay, was wollten wir heute machen? Wir sind ja, glaube ich, gerade noch dabei. Wenn wir mal ganz kurz in unseren Rat schauen. Da habe ich übrigens eine Sache vergessen. Wir können mal gucken. Er hat einen Bildungswert von 10. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Was hast du für einen Bildungswert von 5? Okay. Es gibt noch eine Option, die wir haben, um die Loyalität von dem Suffraganbischof Ferdinand von Trier uns zu sichern. Unser keuscher, ungeduldiger, hinterlistiger Strippenzieher. Von den Eigenschaften passt sie jetzt nicht am besten, aber er ist ein meisterhafter Philosoph. Er ist schlau. Wir können ihn nämlich zu unserem Hofarzt machen. Dadurch erhält er zwar Geld, aber er findet uns besser. Das machen wir jetzt auch mal direkt. Denn je stärker wir vom Bischof gebilligt werden, desto besser halt natürlich unser Ansehen in der lokalen katholischen Kirche und gegenüber den anderen Mitgliedern hier, die wir haben. Ne? Okay, was ist das hier eigentlich? Ach, aus Wadern kommt der? Ach, das ist der Bürgermeister von Wadern, oder was? Witzig, okay. Ja, eine Bekannte von mir, die kommt gebürtig aus Wadern, ne? Ja, ja. Unfassbar. Okay, krass. Gut, also dann machen wir den jetzt zum Hofarzt. Man kann natürlich auch jede beliebige andere Person nehmen. Man könnte auch, wichtig ist halt hier natürlich der gute Bildungswert. Aber so kann man direkt mal die Beziehungen mit dem Bischof ein bisschen verbessern, ne? Jetzt gucken wir mal bei unserem Lehnsherren, ne? Wie gesagt, wir sind da momentan als Ratsspitzel eingesetzt. Das finde ich ganz gut. Wobei es natürlich nicht ganz mit unserem eigentlichen Amt als Seneschall in Einklang zu bringen ist, aber beschweren wir uns nicht. Eigentlich wären wir ja auch seit 2 Jahren tot, ne? Also von daher, ihr seht übrigens unsere Domäne, die
hat sich erweitert aufgrund unserer Verwaltungswerte, denn hier die Hildeburg von Trier, die erhöht unseren Verwaltungswert durch die Domänenverwaltung und deswegen könnten wir momentan mehr Gebiete zu unserer Hausmacht dazu zählen. Wir sparen ein bisschen Geld und wir beschäftigen uns noch nicht so mit Kirche und der Kulturforschung oder wie auch immer man das hier nennt. Das ist noch nicht so relevant, sondern wir geben dir, mein Lieber, wir geben dir mal den Auftrag, jetzt einen Anspruch zu fingieren. Und jetzt war die Frage, was nehmen wir da am besten? Also Aachen sicherlich, ne, habe ich ja gesagt, ist eine ganz gute Option für uns. Könnte sich durchaus lohnen. Köln und Koblenz wäre natürlich auch fantastico. Also Koblenz insbesondere würde halt sich natürlich auch anbieten. Oder eben halt Köln. Aber Erzbistümer angreifen, das ist immer so eine Sache, ne? Also da Mainz ist sicherlich auch noch eine Überlegung wert. Aber Mainz auch natürlich nochmal einen Erzbistum, ne? Speyer. Aber Speyer gehört Speyer nicht zur. Zu wem gehört denn die Grafschaft Speyer? Die Jurahauptsitz, Grafschaft von Speyer, ja. Und das bist du, Graf Werner von Klingenberg. Aha, okay. Graf Werner von Klingenberg, der hat ziemlich viel auf der Pfanne. Er hat aber momentan zu viele Domänen. Das ist eigentlich ganz gut. Da würde er wahrscheinlich bald was abgeben müssen, ne? Wir können ihn nämlich einfach so den Krieg erklären. Wir brauchen erst einen Kriegsgrund, ne? Außerdem gehört er zu einem anderen Königreich, nämlich dem Ostfrankenreich. Und Ludwig der Deutsche wird ihn beschützen. Ihr habt Herpes, ne? Ihr habt mit Herpes geknutscht. Ludwig. Das ist nicht so gut. Okay. Ja, ich würde sagen, Aachen sieht nach einer guten Option aus. Nicht so stark verteidigt, ne? Maastricht noch mit dabei. Könnte sich hier lohnen. Gönn uns mal Aachen. 19 Monate dauert das. Oh, mein Tastaturprofil funktioniert nicht, ne? Beziehungsweise, ich glaube, ich muss mir eins einrichten. Halt, stopp. Erbe ist nicht vermählt, das ist in Ordnung. Derzeitige Lage. Titelerben. Kann heiraten, ist klar. Können wir schaffen? Krieg erklären? Nicht gebilligt. Kriegsvolk anwerben? Noch nicht. Machen wir später. Aha, Wissen wurde erhöht. 11 Punkte. Geilo, okay. Indiskretionen. Der Bau von Gräfin Isentrude. Oh, Isentrude wird immer größer und es kann keinen Zweifel geben, sie ist schwanger. Sie hat zwar nichts gesagt, doch könnte es das Ergebnis unserer jüngsten Tändelei sein? Ich muss sie selbst fragen, ich weiß das. Ich werde vielleicht nie Gewissheit haben, doch ich werde mich immer fragen. Was heißt denn das für ein Verdacht? Warum sollten wir sie mit der Schwangerschaft konfrontieren? Das ist so klar, dass das unser Kind ist. Also wenn die da. Also wenn die uns. Wir wollten ja. Also wir sind mit ihr fremdgegangen. Und wenn die uns beim Fremdgehen fremdgegangen wäre, dann sind wir nicht. Wieso? Wieso sollte man doch uns dann belangen? So, Eberhard. Der Graf Eberhard. Isentrude. Sollen wir eigentlich noch eine Liebelei mit jemandem anfangen? Lothar, du bist doch. Ach nee, warte mal, der hat schon so viele Kinder, ne? Idealiter hat man immer jemanden, der wenig Kinder hat. Wollen wir noch? Aber wir beeinflussen gerade nur unseren Suffraganbischof, ne? Das ist, glaube ich, momentan ja unser Komplott, ne? Ja. Das gucken wir uns mal noch ein bisschen an. Oh, warte mal, wir verlieren Frömmigkeit. So. Habe ich schon Pause rausgehauen? Nein, ne? Okay. Also wäre ja auch. Wir können mal gucken. Wir sind heterosexuell. Wir könnten ja theoretisch auch Männer verführen, ne? Aber wir lassen jetzt auf jeden Fall erstmal hier unsere
unsere Sache durchtickern. Wir sind natürlich gespannt. Komm, Isentrude. Achso, ich wollte noch gucken, warum verliere ich momentan Frömmigkeit? Das ist eine gute Frage nochmal. Lass mal kurz gucken. Wollen wir noch eine Pilgerreise antreten? Wie viel kostet uns das? Ein Fuffi. Das ist halt auch immer eine gute Gelegenheit, um dann nochmal Punkte zu sammeln, ne? Wir können für 150 Prestige auch noch ein paar Ritter einladen. Können wir allerdings natürlich auch noch einen Moment warten. Warte mal, aber das ist doch... Mit wem ist er gerade im Krieg? Mit der Grafschaft von Montaigu? Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Stopp, ich wollte eigentlich... zu ihm, okay. Angreifend gegen König Karlmann von Ostfrankenreich. Montiguanische Invasion von Königreich von Ostfrankenreich. Hält der Reichsgebiet? Da geht's um einiges. Breisgau, Baden, Gleichenstein, Orlamünde, Schmalkalden und so weiter und so fort, ne? Und alle Titel. Der greift die Krone an. Was ja heftig ist. Ah, und Bayern ist selbstständig geworden. Ludwig der Jüngere. Ah ja, krass. Ach, das ist jetzt das ist so ein schönes Lied, ne? Die Neuauflage von In Taberna. Großartig. Ich glaube, ich spare immer noch das Geld, ne? Oh, Ferdinand ist nicht beeinflusst. Das ist nicht so gut. Okay, wir haben noch einen Ränkelspielvorzug. Was wollen wir haben? Tatsächlich nicht so wichtig. Mordkomplottstärke plus 30%, ne? Schnelle Hinrichtung, ja. Gut gemachte Allfernsehgewinne. Gegnerische Fassigkeit, Effektivität gegen 25. Okay, gut, ja, dann müssen wir aber irgendwie, dann müssen wir aber noch, irgendeinen müssen wir da noch ermorden, ne? Irgendjemanden müssen wir da noch ermorden. Minus 4 ist die Beziehung hier nur noch. Keusch gegen Lüstern und Lüstern Sünde, ne? Das ist halt eben die der doppelte Modifikator, den wir halt hier drin haben, ne? Ja, wiederholen wir das Komplott. Wir haben eine 68%ige Erfolgschance. Also ich würde sagen, wir wiederholen das noch einmal und dann lassen wir es. Mit halbgeschlossenen Lidern. Eleonore von Viennois. Und Graf Gerhard von Viennois. Das ist so mein Bruder, ne? Als mein Blick dem von Gräfin Eleonore zum Gefühl 20. Mal an jedem Abend begegnet, weiß ich, dass ich keine Einbildung aufsetze. Selbst von dem anderen Ende der Tafel aus fühlt sich ihr Blick so heiß an wie die Mittagssonne. Eleonore, sie will mich. Und ich bin ganz erschrocken über sie, über ihren Gemahl Graf Gerhard. Oje, oje, oje. Leute, ey, was sind wir denn hier für eine Familie? Also, ey, wir sind ja echt die Lannisters, oder? Naja, wobei, wenn wir die Lannisters wären, müsste ich eigentlich meinen Bruder verführen, glaube ich, ne? Aber lassen wir das mal. Über ihren Gemahl, Graf Gerhard, oder über das,
was ich womöglich tun werde. Ich vermag es nicht zu sagen. Ich werde schön mit ihr durch die Federn tollen. Witzig. Wir werden sie aufsuchen, sobald alle anderen schlafen. Oder sie verliert Meinung von uns. Oh, und er hält 15 Jahre lang die Eigenschaft Metze. Das können wir unserem Bruder auch nicht antun, oder? Oh Gott. Graf Gerd gewinnt 15 Meinung und Gräfin Hildeburg 10 Meinung. Wir erhalten 10 Anspannung, weil wir Lister sind. Gib mir die Anspannung. All dem Bruder die eigene Frau unter den Griffeln wegpimpern, das bringe ich auch nicht übers Herz. Meine sterbliche Hülle, oh mein Gott. Ob Graf oder Bauer, hochwohlgeboren oder gemeint. Zum Glück ist er ein guter Arzt, ne? All das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle Sterbliche. Daran wurde ich erinnert, als ich den frühen Morgenstunden hustend erwachte und mir ein dumpfer Schmerz in Kopf und Kehle pochte. Ihr scheint ein wenig unpässlich zu sein, mein Fürst. Ich kenne eine ganze Reihe passender Mittelchen. Oh. Wir müssen nochmal husten. Okay, was sollen wir ihm sagen? Tut nur das Nötigste. Wir halten die Eigenschaft krank. Für Vorsicht ist es zu spät oder lasst mich in Ruhe. Ich würde sagen, tut nur das Nötigste. Wir wollen es nicht übertreiben. Ein wenig besser. Ferdinand reichte mir einen klaren Trank in einer vergoldeten Fiole. Ich hoffe, der war nicht zu teuer, weil ich bin da irgendwie auch ein bisschen geizig aber mit meiner Kohle. Warte mal ganz kurz. Nicht rechtsmäßiger Lehnsherr. Müssen wir gleich mal gucken, wer der Modifikator hier kommt. Ah, okay. Aber wir haben hier so, ne, wir haben hier Linderung, ne? Gelinderte Krankheitssymptome. Das ist ganz gut. Dann haben wir gute Chancen, dass der, dass sich das wieder bessert, ne? Ich meine, wenn wir mal gucken, wir sind auch hier, ne? Wo sind wir denn hier? Ja. Wir sind in Ordnung, gesund, ja? Okay, ja. Ja, nach den Erfahrungen, die ich mit den vorherigen Heilmitteln von Ferdinand gemacht hatte, war ich doch etwas besorgt, aber beim Trinken fiel mir weder ein Geruch noch ein Geschmack auf, als ich mich nach den Zutaten erkundigte, antwortete er, es handelte sich um ein Geheimrezept. Mhm. Okay, der rätselhafte Trank stellte sich als genau das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig freundlicher. Ausgezeichnet, Ferdinand. Gräfin Hildeburg erhielt die Eigenschaft schwanger. Also jetzt bin ich gespannt. Außerdem, hier sind Trude. Sie ist nicht mehr schwanger. Moment. Eberhard, was hast denn du mit der Isentrude gemacht? Da ist die Ermengarde, der Ratsspitzel von Graf Eberhard. Was ist mit Isentrude passiert? Sein Haupterbe ist momentan Graf Ludfried. Okay, Graf Ludfried, du bist der Haupterbe. Müssen wir wahrscheinlich gegen Alberich von Etichonen einen Mordkomplott hegen und Gräfin Christine von Sundgau verführen. Sie ist ruhig, großzügig und stur. Und sie sieht so aus, als hätte sie ein bisschen zu viel getrunken. Aber alles klar, da können wir doch bestimmt nochmal ran. Wir unternehmen einen weiteren Versuch. Die arme Isentrude. Der hat auch noch eine Ermengarde. Oha, Beeinflussung und Komplimente. Mein Suffraganbischof Ferdinand soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich meinen nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Ich werde darauf achten, seine Loyalität und sein Ehrgefühl zu loben,
seine jugendliche Lebenskraft zu loben? Ich weiß nicht. Seine unvergleichlichen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen zu loben? Ist das alles gleich wahrscheinlich? Ja, ne? Respekt. Respekt. Ob das Kompliment zu ihm passt? Ich halte einen Brief kurz und professionell. Keiner der Effekte, ne? Okay, lasst mich mal überlegen. Seine unvergänglichen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen. Also für einen Bischof, würde ich mal sagen, müsste man das natürlich irgendwo herausstellen. Er ist aber hinterlistig, keusch und ungeduldig, ne? Wie wär's? Also Lebenskraft. Der sieht nicht so aus, als würde der sich über dieses Kompliment freuen, ne? Ich lobe Loyalität und Ehrgefühl. Haha, hat geklappt. Ausgezeichnet. Okay, gut. Jetzt sind wir zumindest schon mal vom Erdbeerschorsch gebilligt. Beziehungsweise vom Suffraganbischof. Und da kriegen wir noch eine Nachricht. Philosophie und Theologie, okay. Seid gegrüßt, Graf Adalhard von Trier. Philosophie und Theologie, eine Fähigkeit, die mir über Jahre hinweg gute Dienste geleistet hat. Und mir ist aufgefallen, dass dieses Wissen auch euch etwas nutzen könnte. Nur zu gern würde ich mit euch teilen, was ich weiß, um eure Gunst zu erhalten. Gezeichnet Fürst Erzbischof Willibert von Niederlothringen. Der ist, wow, der ist erst 29 und ist schon Fürst Erzbischof geworden. Okay, krass, 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 krass. Eure Unterstützung ist sehr willkommen, 33%. Ich nehme mir die Lektion von Wilbert zu Herzen. Wir kriegen 2 Punkte Bildung. Wilbert gibt mir einen Rat zu meiner derzeitigen Lage. Wir erhalten für 5 Jahre nimmt eine Lektion teil, also +3 Bildung. Und er erhält ein schwaches Druckmittel gegen uns, womit ich einverstanden wäre. Oder ich komme ganz gut alleine zurecht. Ich finde die Unterstützung ganz gut. Ich meine, wir können das sicherlich gerade gut gebrauchen. Und wir haben eine Lektion für 5 Jahre erhalten. Also 3 Jahre lang ein Bonus auf Bildung. Krank und mein altes Ich. Und ich bin froh, wieder wohlauf zu sein. Und wir verlieren den Modifikator krank. Das ist auch fantastisch. Okay. So, jetzt ist nochmal hier. Da ist er, mein Suffraganbischof. Ich nenne die manchmal übrigens Erdbeerschorsch. Das hat nur was damit zu tun, dass es eine kleine Sprachverwirrung, ne? Der Erzbischof, also meine Eltern kommen alle aus der Pfalz und da hörte sich, ist eine Geschichte bei uns aus der Familie, da hörte sich das Wort Erzbischof oder Erzbischof bei den Bekannten und Verwandten aus Kaiserslautern und vor allen Dingen auch aus Speyer, das hörte sich dann immer an wie Erdbeerschorsch. Und wir dachten früher, dass der Erzbischof, der Erdbeerschorsch ist. Ja, sorry. Dumme Geschichte, aber ja. Genau, also was sollen wir machen, ne? Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen, aber wie wir ja wissen, auch aus Vikings, ein gefälschter Anspruch ist besser als gar keiner, ne? Endlich habe ich genug Material, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst von Grafschaft von Aachen seid. Nun fehlt nur noch ein kleines Bestechungsgeld, gezeichnet vom Suffragan Bischof Ferdinand von Trier. Und wenn wir ihm jetzt 87 Eier geben, dann bekommen wir einen Anspruch auf die komplette Grafschaft Aachen und Graf Ehrenfried verliert 30 Meinungen. Ich bin auch dafür, dass wir das tun. So. Ah, zu schade. Deine Familie werde ich hier nicht lassen können. Ja, und das würden wir auf jeden Fall machen, denke ich, für einen Huni. Und den Krieg werde ich aber im nächsten Part erst führen können, denn jetzt geht mein Livestream los. Ich bin ja freitags immer live um 21 Uhr, twitch.tv/GünterShadow. Schaut da gerne mal rein. Und dann entweder immer auch mal wieder samstags oder dienstags. Insofern Augen auf die YouTube-Ankündigungen. Bis dahin, macht's gut. Und Pax vobiscum valete, Hiopais. Tschüss.